Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von die Sachsengriller. Ja, man sieht es an der Wetterlage, es wird langsam dunkel, es wird langsam etwas wieder frischer und das bedeutet die fünfte Jahreszeit wird dann die Topfzeit. Und André hat sich mal wieder was einfallen lassen, was Einfaches zum Nachmachen, aber bestimmt Hund haben wir ja noch gar nicht gegessen. Und zwar ist das ein Metzgertopf. Was dort vor brachiale Fleischstücken drin stecken, das zeigt euch jetzt der André. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, die Metzgerpfanne erklärt sich, glaube ich, von selber schon hier an unserem Zutatenbild. An Zutaten haben wir heute mit dabei Schweinenacken, Schweineleber, einen schönen Mordersenf mittelscharf, Tzatziki, Zwiebeln, hier hinten haben wir noch Schinkenwürfel, das ist bloß eine kleine Menge, kommt noch mehr dazu und unser Special Meat. Was natürlich auch nie fehlen darf, ist ein schönes Altenburger und zwar haben wir hier diesmal das neue Winterbier, das werden wir heute mal verkosten. So, ich habe mir hier mal eine riesengroße Sauerei auf dem Brett angestellt, alles klein geschnitten, Zwiebeln noch mit klein geschnitten und das Ganze kommt jetzt natürlich in unseren Dutch Oven. Ich habe diesmal hier den Petromax FT6 genommen und hier werden wir die ganzen Fleischsorten und die Zwiebel erstmal ordentlich schön anbraten. So, ich habe mal unsere ganzen Fleischsorten ein bisschen durcheinander gebracht und jetzt werden wir noch unser weltbestes Gewürz, das Special Meat, ordentlich mit drauf verteilen. Braucht ihr nicht sparen, das ist wirklich ein absolut geiles Teil. Und die ganze Sache jetzt noch mit unterrühren und dann, wie gesagt, werden wir die ganze Sache anbraten. So, unser Fleisch haben wir angebraten, die Flüssigkeit aus dem Fleisch ist ausgetreten und größtenteils verdampft, ein kleines bisschen ist noch drinne und jetzt kommt ein guter Schluck Wasser mit hinzu. Die ganze Sache noch mal kurz verrühren. So, und dann kommt einfach noch unser Deckelchen mit drauf und jetzt lassen wir das mal so eine 30 Minuten lang lassen wir das schmoren, sodass das Fleisch schön zart wird. So, der Deckel ist wieder auf, die 30 Minuten sind rum. Ich habe mal ein kleines Stückchen Fleisch rausgenommen und habe das mal verkostet und ich kann euch jetzt schon sagen, durch die Leber und unsere Gewürzmischung ist das jetzt schon ein Träumchen, aber wir wollen das noch verfeinern. Mit was? Mit unserem Senf. Tun wir mal noch einen guten Schluck mit dran. Und dann war ja noch eine Zutat übrig und zwar der Tzatziki. Der kommt jetzt auch noch hier mit drüber. So, das ist diesmal kein selber gemachter, wie ihr das seht. Aber das tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Und jetzt wird die Sache noch mal kräftig verrührt. Die ganze Sache wird kurz aufgekocht und dann ist das schon fertig zum Verkosten. So, ja, ich habe euch am Anfang nicht zu viel versprochen. Einfach nur fleischig. Ich nehme Leber ist was ganz Feines. Und bei Leber kennt der eine oder andere bestimmt, der das zumindest isst. Wenn man die brät, kann die schnell trocken werden, aber hier in diesem Topf kann das halt nicht passieren. Fleisch schön zart. Schweineheiß. Zerfällt im Mund. Kommen alle Geschmäcker durch, die wir gesehen haben, die wir dann gemacht haben. Also ich muss erstmal was essen. André will bestimmt irgendwas sagen. Da hat man welche Luft. Ich bin nur am Essen hier, weil es wirklich am allerfeinsten ist. Die Leber wunderbar zart, Fleisch ist zart. Und wie ich schon gesagt habe, nur ein bisschen Wasser reingießen, unsere Gewürze und so weiter, das langt eigentlich auch schon aus. Für einen ordentlichen Gulasch und so weiter, könnt ihr ja mal probieren. Aber absolut. Das mit den Tzatziki und Senf, das rundet die ganze Sache noch ein bisschen ab. Das passt, auf alle Fälle. Also ich werde jetzt mal hier den Marco sagen, dass er sich mal ein bisschen jetzt hinmachen, weil ich will den Rest jetzt noch essen. Genau, das kann er machen. Und wenn er das macht, kann ich nur sagen, auch dieses Rezept ist zum Nachmachen empfohlen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt uns das mit einem Daumen nach oben. Sprecht über uns mit euren Nachbarn, Verwandten, Freunden und Bekannten. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Eure Sachsengriller André und Marco. Ciao. Ciao, ciao.